Hola, hombres, mi amo, game for them, aber español. Nicht sehr gut, do. Ich versuche gerade seit 40 Minuten nur diesen Audio-Dings aufzunehmen. Da waren die Aufnahmen im Gameplay einfacher, ohne Witz. Und ich habe eine wichtige Sache, die ich besprechen muss, sag ich jetzt mal. Nämlich hatte ich vor knapp 2 Monaten Geburtstag und habe mir zum Geburtstag die gute alte Dope Cloud gewünscht. Das ging auch ursprünglich ganz gut klar. Und dann habe ich aber angefangen zu streamen. Und dann habe ich mir gedacht, ich kaufe mir jetzt nicht die Dope Cloud für ein Heidengeld, damit ich jetzt erstmal im Zweifel das nächste halbe Jahr streame, um dann noch ein halbes Jahr von der Dope Cloud zu haben und dann mich im Grunde genommen am Ende komplett zu ärgern, weil haufenweise Geld aus dem Fenster geschmissen. Im Grunde genommen. Und da habe ich mir dann gedacht, lasse ich das mal wirklich so, weil zu dem Zeitpunkt hat mir Twitch wirklich mega viel Spaß gemacht. Einfach aus dem Grund, dass ich den Tag 6 Follower teilweise bekommen habe und das echt hammer viel für mich ist eigentlich so. Und zum Beispiel, das schafft man ja auch nicht auf YouTube, 6 Follower den Tag. Ich meine, ich habe das jetzt in 2 Wochen, sind wir noch nicht auf den 6 Subscriber. Und ja, das ist so ein bisschen die Sache, die mich halt so dazu bewegt hat, mir die noch nicht zu holen. Dann wollte ich mir die mal holen, aber das war wirklich so eine Sache. Es war ätzend, sag ich jetzt mal, weil dann musstest du hier was machen. Ich muss mir diesen dreckigen Account erstellen, auf den ich gar keinen Bock hatte. Und da kam dann kompletter Bullshit zusammen, so für mich, sag ich jetzt mal einfach. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, ich meine Videos sind ja nicht mit Effekten wie so ein Nebelnick-Video. Und dafür brauche ich dann halt wirklich, weiß Gott, kein Premiere Pro CC Y KB 9 3 4 17 12 oder wie das Programm da auch immer heißen mag. Dafür reicht halt tatsächlich so mein momentanes Schneideprogramm, weil keine Effekte etc. Ja, dann bin ich halt, habe ich überlegt, hole ich mir jetzt die Cloud oder nicht? Und dann hatte ich überlegt, ich bin ziemlich unzufrieden mit meiner Audioqualität. Beziehungsweise, was heißt ziemlich unzufrieden? Für ein Headset ist meine Audioqualität, glaube ich, echt nicht so super scheiße. Aber es ist halt ziemlich ausbaufähig, sage ich jetzt mal. Und da habe ich dann wirklich überlegt, soll ich mir ein richtiges Mikro holen? Wenn ja, was? Soll ich mir ein Rode NT1A holen? Einen Rode Podcaster, Auna 900B. Da seid ihr jetzt gefragt. Zum einen, was von beiden soll ich mir holen? Und zum anderen, wenn Mikro, was für ein Mikro? Ich werde da nochmal im Stream so eine kleine Abstimmung, sag ich jetzt mal, machen. Ich werde auch nochmal mit Leuten, die ich privat ganz gut kenne, sage ich jetzt mal, reden. Einfach weil ich von denen halt auch noch die Meinung haben möchte, was wäre für mich das Sinnigere, sage ich jetzt mal. Aber ich glaube, seine Community sollte man bei so einer Geschichte auch mit einbeziehen. In dem Sinne, ich mache 30 Abstimmungen so gefühlt wahrscheinlich heute erstmal. Und bis dahin, haut rein. Ciao.